Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Bear and Breakfast. Ja, ich würde jetzt gerne erstmal ein bisschen schlafen und dann müssen wir uns darum kümmern, dass hier drei Leute zufrieden ankommen. Zwei Gäste sind in einigen deiner Resorts eingetroffen. Du hast neue Besucheranfragen erhalten. Genau, guck mal, da kommen unsere beiden Gäste. Oh, die haben Angst vor uns, weil wir ein Bär sind. Das finde ich nicht schön. Es ist windig heute. Aber ich glaube, das war auch vorhergesagt. Wo geht's denn dorthin? Nach Schwarzmoos. Ah, okay. Das mussten wir auf jeden Fall auch noch erledigen, weil wir mussten jemanden finden. Ich weiß nicht, was das ist. Kohle, Lilie. Wir nehmen einfach alles mit, was wir finden können. Kann ich das Sofa looten? Ja, nehmen wir doch mit. Auch noch mal ein paar Sachen sammeln, finden und mitnehmen. Sehr gut. Holzfällerwerkzeug. Ja, das brauchen wir unbedingt. Da können wir nicht drum herum langsam. Voilà. Zack. Das Sofa nochmal mitnehmen. Was haben wir hier? Da ist überall Moos. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das Schwarzmoos einfach so an sich hat. So. Ist das da unten eine Hexe? Nee, ist das ein Krokodil, ne? Oh, hallo? Oh nein, nicht das schon wieder. Ich schwöre auf meinen Schwanz. Was ist diesmal passiert? Hast du ein Abflussrohr gefasst? Schlechte Pilze? Hast du ein Geräusch in den Bäumen gehört? Nein, ich hab nur noch... Denn ich sage dir nur ungern, alle Bäume machen Geräusche. Das ist so ziemlich alles, was sie können. Und sie tun es ganz sicher nicht für dich. Die Störung tut mir leid, Ma'am. Ich suche nach einem Freund. Meinem Freund? Hier, die Happy Hour ist wohl auch nicht mehr das, was sie mal war, was? Er ist ziemlich klein und ich glaube, er hat sich verlaufen. Ich mache mir Sorgen, dass ihm etwas passiert ist. Klein? Und von wie klein sprechen wir? Weil kleine Dinge hier in der Gegend nicht viel Zeit haben. Abgesehen von Schalentieren. Ach du je. Nein, es ist eine Ratte. Sein Name ist Wade. Oh, schade. Oh, verflixt. Jemand kommt wirklich nach diesem Ding suchen. Ich habe leider aus Versehen zweimal geklickt. Du solltest mir Miete zahlen. Ja, ich weiß, wo dein Raid ist. Leider. Komm rein. Rein? Ach, spiel jetzt bloß nicht den Helden. Du bist eh viel zu groß für meinen Kessel. Ach, da unten sitzt er doch. Ich sehe ihn doch schon. Was? Passiert da? Na bitte. Und dann genau in dem Moment, bevor der Reifen es getroffen hätte, zieht der Boss seinen Stock hoch und schlägt das Teil aus dem Weg. Oh Junge, was ist dann passiert? Wir haben uns das Teil geschnappt und sind abgezischt. Wow, wie war das Ding? Oh, du meinst das schnuckelige kleine Artefakt, das meine Wenigkeit in weniger als einer Stunde rausgeschmuggelt hat? Nur mit Abstand rostige Katalysator, den du je gesehen hast. Wow! Gestunken hat er auch, ziemlich doll. Wir glauben, dass eine Kakerlake darin gewohnt hat, bevor wir ihn gefunden haben. Wow! Trick, ich hab, was habe ich über den Umgang mit dem Kriminellen gesagt? Krimineller Bull! Ja, Ma'am, tut mir leid, Ma'am. Außerdem haben wir einen Gast. Einen sehr außergewöhnlichen noch dazu. Wade, bist du Wade? Hallo. Ich meine, nein, bin ich nicht. Oh doch, das ist er. Ein fauliger, nerviger Quälgeist, der seinen Schwanz nicht aus anderer Leute Angelegenheiten lassen kann. Der war schon dabei... Ich war schon dabei, ihn zum Einlegen vorzubereiten, wenn du es wirklich wissen willst. Seine winzigen Knochen würden sich ganz wunderbar als Federhalter machen. Warst du gar nicht? Du hast gerade noch gesagt, dass du keine Ahnung hast, wie du ihn loswerden sollst. Ruhig, Kind. Wer will das wissen? Ich bin auf der Mission, dich wieder zurück zur Deponie zu bringen, denn Boss ist Krankvorsorge. Du hast mit Mr. A gesprochen? Nun, eher etwas beschäftigt.
Ich kann nicht glauben, dass er jemanden zu mir geschickt hat. Ja, er hat mir aufgetragen, dich zurückzuholen. Dann darf ich die Deponie verwenden, damit ich mehr Menschen ins Tal bringen kann. Er lässt Außenseiter nie die Deponie benutzen. Du musst wirklich was Besonderes sein, Mister. Nun werden wir mal nicht voreilig, Mister Besonders. So schnell wird diese Ratte hier nicht wegkommen. Aber sie scheint doch gerade gesagt... Sie hat doch gerade gesagt, du willst ihn loswerden. Natürlich will ich das, aber jetzt willst du ihn mitnehmen. Also bitte ich dir meine wertvolle Gelegenheit. Mir sind die Kohlelinien für meinen Gurkensaft ausgegangen. Man kann sie nur in Schwarzmoos finden, nirgendwo sonst. Oder vielleicht als hat der Spatzenhirn an der A24 welche im Angebot. Er bringt die sowieso her. Ipswich Ausverkauf. Hat neue Gegenstände verfügbar. Versuche den Laden, um neue Gegenstände zu finden, die dir zum Kauf angeboten werden. Bring mir ein paar von ihnen und ich sehe mal, wie dein neu gefundener Freund aus seinem Gefängnis freikommt. Haben wir doch schon. Hast du, worum ich gebeten habe? Ein Dutzend Linien, wie du gesagt hast. Zwei, sieht richtig aus. Gut, dann war hoffentlich deine Zeit wert. Denn beim nächsten Mal nimmst du ihn in einem Einmachglas mit und bezahlst das Doppelte. Danke, dass du uns geholfen hast, Mister. Charlotte kann sich nicht mehr so nach den Linien bücken wie früher. Ruhig, Kind. Charlotte, die Halbschwanz-Alligatorendame, machte auf Hank den Eindruck, dass sie anderen Angst einjagen könnte. Allerdings gelang ihr das nicht immer. Twiggy, ihr Kaulquappenkumpel, ach Gott, eine Kaulquappe, ach, das habe ich gar nicht gesehen, ist wohl der beste Beweis dafür. Durch seine bloße winzige Existenz wusste Hank, dass er nicht befürchten musste, dass Charlotte ihn wirklich in ihren großen brodelnden Kessel werfen würde. Zumindest hoffte er das. Ruhig, Kind. In Ordnung, Winzling. Ja, Ma'am. Verschwinde. Jawohl, Ma'am. Danke. Okay. Haben wir das abgeschlossen? Eieiei, ist das laut hier. Oh, ist das laut hier, alter Schwede. So. Erzähle Anton, was passiert ist. Jetzt sind wir hier gerade in Schwarzmoos. Ich würde aber gerne tatsächlich... Oh, ist das stürmisch! Ich würde aber, glaube ich, gerne tatsächlich an Holzkreuzung unsere Dings nochmal weiter ausbauen. Unser Motel oder unser Bed and Breakfast. Oh, du hast wohl nicht ein... Warte, was? Du wirst nicht einen Fuß aus dieser Müllhalde herausbekommen. Jawohl, Ma'am. Für einen Monat. Jawohl, Ma'am. Die erste Regel der Abfallogie ist, die guten Sachen immer oben liegen. Also grab schön tief. Claire ist ganz offensichtlich die rechte Hand bei dieser Unternehmung. Ihre Fähigkeiten dafür, die besten Sachen zu finden, wird nur noch von ihrer Loyalität gegenüber der alten Ratte übertroffen. Anton, der Boss, scheint ein echter harter Knochen zu sein. Aber das muss man in diesem Geschäft wohl auch sein. Wade würde in diesem Geschäft wohl eher die linke Hand sein, geringer Nutzen und muss ständig beaufsichtigt werden. Zumindest laut Anton. Was für ein merkwürdiger Haufen. Jawohl, Mann. Ich sage immer, dass ich genug von ihm habe. Aber dann denke ich an die Vorteile, die es bringt, ein paar extra Pfoten zu haben. Zum Beispiel, um sie auf eine wilde Fuchsjagd zu schicken? Ganz genau. Gern geschehen. Bild dir nicht so viel darauf ein. Du hast getan, was man dir aufgetragen hat. Doch ich schätze, dieser Handel hat auch eine andere Seite. Und wir halten immer unser Wort. Ach, da ist es, die Müllhalde. Ich habe gedacht, die ist dahinter. Oha. Das ist, Hallo, machst du Fotos? Wie? Das ist kein Komfort. Natürlich. Dann geh in dein Zimmer, da ist genug Komfort, wirklich. Glaub mir. Uah. Hier ist besser. Wir brauchen unbedingt Licht, ne? Hört mal gerade so auf. Aber warte mal.
So. Können hier einige Sachen, Anleitung. Ah, gucke an. Anleitung, gepolsterte Fußstütze, Frisiertisch, rustikales Qualitätsbett. Schäbiges Lattenbett, schäbiges Holzbett. Dann nehmen wir doch gleich das Qualitätsbett, oder nicht? Zack. Und ich würde sagen, wir nehmen noch den kleinen Frisiertisch. Perfekt. Ab ins Inventar. Gelernt und gelernt. Sehr gut. Ich glaube, ich würde auch gerne, ich mag es lieber in Räumen zu schlafen, auch wenn wir ein Bär sind. Und es eigentlich dem Bär nichts ausmacht. Aber es ist immer noch so stürmisch. Oh, hier liegt Premium. So. Als nächstes müssen wir wahrscheinlich Breakfast vorbereiten, kann ich mir vorstellen, ne? So, wir brauchen definitiv eine Lampe. Ansprechende Flurlampe. Ich hoffe, die ist groß. Ich glaube aber nicht. Nachttisch. Zack, wir haben genug. Hoffe ich. Kleine Tischlampe. So. Handöllampe. Kleine Öllampe. So. Kleiner blauer Teppich können wir nochmal mitnehmen. Für das andere Zimmer, ne? Und ich würde sagen, da machen wir auch schon ein schickes Holzregal hin. Und stellen da auch so eine kleine Vase drauf. Vielleicht eher die hier. So. Und zwar haben wir dann jetzt hier einen kleinen Nachttisch. So. Da kommt die kleine Lampe drauf. Hier haben wir auch nochmal. Ach, das ist eine Stehlampe tatsächlich. Ja, gut. Stellen wir da eine Stehlampe hin. Ist okay. Rotaten. Ein kleines Pflänzchen obendrauf. Ja, und ich glaube, ach so, warte mal, hier den Läufer wollte ich dort noch hinstellen. Und ich glaube, dann können wir das auch so lassen. Perfekt. Was mich aber jetzt noch ein bisschen stört, ist das Fenster hier die ganze Zeit. Dass das rot leuchtet. Tonis Werkstatt, keine Anleitung, verfügbar, okay. Alter Schwede, ist das windig. Gut, jetzt haben wir eigentlich nur noch das zu tun. Aber wir könnten vielleicht nochmal, genau, hier eine Schnellreise machen. Eine neue Bushaltestelle ist jetzt verfügbar, du kannst sie über die Schnellreise erreichen. Ab zur Holzkreuzung. Oh, hier ist nicht so windig. Das gefällt mir. So, ich würde gerne hier ein bisschen ausbauen. So, das geht nicht. Okay. Ich glaube, unser Schlafzimmer hier ist sowieso gerade verlassen. Das heißt, wir können vielleicht von vorne anfangen. Oder? Ja, ist gerade leer. Sehr gut. Deswegen würde ich sagen... Inventar. Ach, die Pflanze ist auch da. Perfekt. Das ist gut. So, dann löschen. Ja. Das würde ich vielleicht auch einmal dorthin stellen. Und dann würde ich gerne Komfort-Schlafzimmer. So.
Lieber doch nicht. Das ist doof. Wieso kann ich hier nicht. Wir machen die Rezeption auf jeden Fall hier unten hin. So. Weil dann kann nämlich hier. Zack. Raum, Schlafzimmer. So. Und dann würde ich. Ach, hier können wir gar nicht. Okay, hier können wir gar keine Toilette machen. Okay. Ja, dann ist das hier quasi das Premiumzimmer, ne? Auch gut. Geld haben wir noch? Haben wir noch genug? So. Man möchte ja hier auch so viel Geld wie möglich rausziehen, ne? Also. So. Und dann würde ich gerne Fenster hinzufügen. Die sollen ruhig alle gerne ein Fenster haben. Ich würde gerne die Räume erweitern. Aber das geht leider nicht. Schade. So. Aber hier können wir vielleicht noch erstmal die schäbigen Betten benutzen. Noch haben wir sie ja. So. 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 Herstellung. Anleitung, rustikales Bett. Wie viel kann ich davon machen? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 haben wir hier. Herstellung. Könnten wir auch machen. Das heißt, dann können wir das ruhig alles hier wieder in die Dings packen. Muss ich mal gucken, ob wir die verkaufen können. Wir finden den, nehmen aber eine Menge Platz ein, ne? Aber das bringt anscheinend. Oha, guck mal. Das bringt hier 10, das Doppelte an Komfort und halt nochmal Dekoration. Na, wenn das nichts ist. So. So und so. Dann hier kann der große Schrank hin. Genau. Dann brauchen wir. Oh, ist eigentlich ganz cool so, ne? Sagen wir 5 Zimmer, die wir vermieten können. Brauchen unbedingt Müll. So. Kann ich das verkaufen? Nein. Was kann ich denn damit machen? Das wäre noch mal ganz interessant zu wissen. Aber wir wollen auf jeden Fall jetzt noch mal 2, 3, 4, 5. Kleiner Nachttisch. Können wir nur in eins stellen, der Räume. Ja, ich weiß nicht, ob wir das da drüber machen können. Aber wir brauchen auf jeden Fall Wandöllampe. Das wäre auch noch mal interessant zu wissen, was ist das? Willkommen zum Führungs- und Verbesserungsprogramm von Pont Royage.
Du kannst diese Einrichtung weiter verbessern. Wenn du Erfolg hast, werden die Erwartungen der Gäste für diesen Ort gesteigert. Dadurch bezahlen sie mehr und das Ansehen steigt. Um dieses Geschäft zu verbessern, musst du jetzt die folgende Arbeit erfolgreich erledigen. Schließe den Aufenthalt für weitere 2 Gäste in Holzkreuzung ab. Belohnung, eine coole neue Hose. Willst du diesen Auftrag annehmen? Ja, würde ich, ne? Arbeit im Gange, bitte kehre zurück, wenn der Auftrag erledigt ist. Okay. Gut. Ja, dann werden wir hier nochmal die Zimmer fertigstellen. Aber das werden wir nächste Folge machen. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ich sage Tschüss.